Die Mitglieder der Interessengemeinschaft Kölvebrücke hoffen auf ein Ja zur Behelfsbrücke. Deswegen versammelten sie sich vor der Ratssitzung, um ein letztes Mal auf die Brücke hinzuweisen. In der heutigen Sitzung wird der Rat beschließen, dass sich Duisburg zu 50% an den Kosten für den Bau der Behelfsbrücke beteiligt. Den anderen Teil übernimmt die Stadt Moers, die bereits grünes Licht gegeben hat. Auch die Bezirksvertretung Rheinhausen sprach sich dafür aus. Einer der lang ersehnten Tage, der richtig lang ersehnte Tag ist natürlich der, wenn wir auf dieser Brücke stehen. Das ist der Tag, den wir jetzt entgegenfiebern, nachdem wir hoffentlich hier einen positiven Bescheid bekommen. Wir hoffen natürlich, dass nicht schief wird, aber man weiß ja nie, was kommt. Aus dem Grunde sind wir ja auch hier. Wir sind ja auch einfach immer noch hier, um wieder zu sagen, schaut, da sind wir. Es liegt uns am Herzen, es ist eine Herzensangelegenheit. Stimmt positiv für uns und dann können wir alle zusammen irgendwann feiern. Die Kosten der Behelfsbrücke liegen bei rund 932.000 Euro. Mit dem Bau kann frühestens im Frühjahr 2020 begonnen werden. Die Interessengruppe kämpfte seit der Sperrung vor 2 Jahren für die Entscheidung einer Behelfsbrücke. Die SPD Duisburg unterstützt die Forderung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, eine Impfpflicht gegen Masern einzuführen. Sie reagiert damit auf die Zahl der Masernerkrankten in Duisburg, die in den letzten Jahren im deutschlandweiten Vergleich sehr hoch war. 2017 hatte es über 330 Masernfälle gegeben. Bisherige Beratungsangebote und Vorsorgeuntersuchungen an Duisburger Grundschulen seien laut der SPD Duisburg nicht ausreichend genug gewesen, um alle Kinder in Duisburg vor Masern zu schützen. Daher die Forderung einer kommunalen Impfpflicht. Das Gesundheitsamt der Stadt stand dem Vorschlag bisher kritisch gegenüber. Die Einführung einer Impfpflicht würde nach Auffassung des Gesundheitsamtes die Impfbereitschaft in der Gesellschaft noch weiter schwächen. Das Dach der Schauinslandreisen-Arena muss in den nächsten Jahren saniert werden. Der Grund sind Korrosionsschäden an der Dachkonstruktion. Der MSV Duisburg muss sich an den Kosten von mehr als 10 Millionen Euro aber nicht beteiligen. Die trägt allein die Stadiongesellschaft. Die Betreiber wollen die Sanierung in den nächsten 5 Jahren während der Sommerpause vornehmen. Somit werden sich die Kosten entsprechend auf die kommenden Jahre verteilen. Nach dem Abschluss der aktuellen Saison soll eine detaillierte Bestandsaufnahme erfolgen. Für den Sommer 2020 sind die ersten Bauarbeiten geplant. Laut dem Geschäftsführer der Stadiongesellschaft entstehe zurzeit keine konkrete Gefahr für Zuschauer und Sportler. Insgesamt 46,82 Millionen Euro aus Landesmitteln fließen in diesem Jahr in kommunale Straßenbauprojekte. Besonders Städte und Kreise der Metropole Ruhr sollen von den Förderungen profitieren. Das gab das NRW-Verkehrsministerium bekannt. Gefördert werden 144 kommunale Straßenbauvorhaben in NRW mit rund 154 Millionen Euro. Das sind rund 40 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Die höchste Einzelförderung in der Metropole Ruhr geht dabei an Duisburg. Nach Hamborn fließen beispielsweise 7,7 Millionen Euro. Die Linke will die Hundesteuer abschaffen. Anlass ist das Ergebnis einer Studie vom Bund der Steuerzahler Deutschland, die die Steuersätze für Hunde in NRW verglichen hat. Die Studie hat ergeben, dass die Höhe der Hundesteuer vom Wohnort abhängig ist. So zahlt man in Hamminkeln und Sohnsbeck beispielsweise 54 Euro für den ersten Hund. In Dienstlaken hingegen werden Hundebesitzer mit 120 Euro zur Kasse gebeten. Die enormen Differenzen zwischen den verschiedenen Kommunen sehen die Linken als kritisch an. Mit einer Abschaffung der Hundesteuer wolle man außerdem bewirken, dass mehr Hunde aus Tierheimen und Schutzorganisationen einen Besitzer finden. Aufgrund der hohen Nachfrage für die internationale Wedau-Regatta der Ruderer wird es einen weiteren Wettkampftag geben. Insgesamt knapp 1000 Ruderer haben sich für die internationale Wedau-Regatta vom 10. bis 12. Mai angemeldet. Das ist ein neuer Melderekord. Deshalb haben die Veranstalter den Wettkampf um einen Tag verlängert. Von Freitag bis Sonntag messen sich nun Ruderer aus rund 14 Nationen auf der Regattabahn im Sportpark Duisburg. Der Deutschlandachter geht gleich zweimal, jeweils einmal am Samstag und Sonntag an den Start. Los geht's am Freitag um 17 Uhr.
wie viele Radfahrer im Radrevier Ruhr unterwegs sind und wie zufrieden die Radfahrer im Ruhrgebiet sind. Das will die Ruhr Tourismus GmbH jetzt klären. Noch bis zum Ende der Radsaison im Oktober messen 6 Dauer- und 10 mobile Zählstellen die Frequenz auf den Strecken. Ab Mitte Mai wird es auch eine begleitende Gäste- und Anbieterbefragung geben. Erste Zwischenergebnisse sollen bereits beim ersten nationalen Radtourismuskongress am 23. und 24. Oktober im Landschaftspark Duisburg-Nord präsentiert werden. Am vergangenen Dienstag haben Oberbürgermeister Sören Link und Sportdezernent Dr. Ralf Krumpholz Duisburgs jüngste Nachwuchssportler für ihre herausragenden Erfolge im letzten Jahr geehrt. Ausgezeichnet wurden die 7 deutschen Meister sowie Bundespokalsieger der MSV Einrad Zebras und des RMSV Wanderlust Hochheide. Sören Link bedankte sich in seiner Rede auch bei den vielen Familienangehörigen, Trainern, Betreuern und Freunden für deren Unterstützung. Die Ehrung fand am Tigerturm des Duisburger Zoos statt. Verregnet und kühl, so zeigte sich heute das Wetter in Duisburg. Morgen bleibt es bedeckt und wolkig. Im Laufe des Tages soll es leicht regnen, am Abend klart es dann wieder etwas auf. Die Temperaturen liegen bei durchschnittlich 12 Grad. Am Mittwoch sind gegen Mittag einzelne Schauer zu erwarten. Es wird windig und die Temperaturen bleiben bei 12 Grad. Der Donnerstag ist weiterhin wolkig und regnerisch. Die Temperaturen erreichen dann Höchstwerte von 13 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenter in Neumühl. Achtung, liebe Autofahrer. Auch morgen wird im Stadtgebiet wieder die Geschwindigkeit gemessen. Blitzer stehen unter anderem auf der Hafenstraße in Ruhrort und auf der Röttgersbachstraße in Röttgersbach. Außerdem behindern Baustellen den fließenden Verkehr, unter anderem in Mittelmeiderich. Aufgrund der Erneuerung der Lichtsignalanlage im Bereich auf dem Damm Sommerstraße-Biesenstraße ist die Sommerstraße im Kreuzungsbereich auf dem Damm voll gesperrt. Es wird empfohlen, den Bereich großräumig zu umfahren, da an einigen Stellen nur eine Fahrspur zur Verfügung steht. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Juni abgeschlossen sein. Eine weitere Baustelle befindet sich in Rheinhausen. Die Einfahrt von der Friedrich-Alfred-Straße in die Krefelder Straße ist nicht mehr möglich. Dort werden bis voraussichtlich Mitte August die Fernwärmeleitungen erneuert. Fußgänger und Radfahrer sind von der Einschränkung aber nicht betroffen. Sie können weiterhin ungehindert die Straße passieren. Studio 47 wünscht eine sichere und angenehme Fahrt und einen schönen Start in die neue Woche.